Ja, deutsche und zumal liberale Außenpolitik sollte allemal und in erster Linie Werte geleitet sein. Allerdings sind die Werte das, was uns den Kompass gibt, woran wir messen, was ist eigentlich das Ziel unserer Politik, wohin wollen wir damit gelangen, was wollen wir fördern, was wollen wir abstellen in der Welt. Und eine andere Frage ist dann, was sind die richtigen Maßnahmen, die richtigen Schritte dazu? Und wenn wir es in der Welt auch mit Regimen zu tun haben, die nicht freiheitlich sind, mit Diktaturen, mit unterdrückerischen Regimen, dann ist es trotzdem wichtig, auch deren Interessen zu kennen und kluge Ideen zu entwickeln, wie kann man auch mit kleinen Schritten Verbesserungen erreichen. Aber immer sind unsere Werte das Ziel der Außen- und Entwicklungspolitik, die wir vertreten. Nur ist es ganz wichtig, die Interessen des Gegenübers zu kennen, gerade um auch in Verhandlungen etwas erreichen zu können, um zu wissen, wo kann ich jemanden zu Zugeständnissen bringen. Und insofern gibt es nicht nur einen einfachen Gegensatz von Werten und Interessen, aber die Werte bestimmen die Strategie. Und in der Taktik, da können die Interessen auch eine große Rolle spielen.